Wir sind in Ahrweiler, Fluthaus bei Erika, richtig? Nee, Gisela. Gisela warst. Ja. Gisela, grüß dich. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen bei dir. Ihr seid hier ja ganz nah an der A dran. Es sind über 2 Jahre vorbei. Ihr seid mitten im Wiederaufbau bei eurem Haus. Ja. Und ja, magst du uns ein bisschen teilhaben lassen? Wir sind jetzt hier gerade im Kellerbereich draußen, wo auch, glaube ich, der Öltank stand. Ist das ja richtig? Das heißt, der stand hier hinten drin? Hier drin. So. Okay. Ja, und der ist aber zum Glück nicht aufgegangen, hast du, glaube ich, eben schon gesagt, ne? Den abgepumpt, die Liter waren noch alle drin. Okay. Ja, man sieht, also hier ist noch einiges an Arbeit, aber drinnen geht schon gut voran im Moment. Du kommst auch öfter zu Baustoffspenden in NRW nach Erfstadt zu uns. Ja, und genau. Daher kennen wir dich auch. Ich bin immer froh, dass es das gibt. Ja, vorher war der beim Kaiserzelt, glaube ich, immer gewesen. Waren wir auch, ja. 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 Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wie es hier bei dir ausschaut, ein bisschen rumführen? Und, hier hat der Öltank, der ist hochgegangen in der Flut und da hat er den Einlaufstutzen, hat er ein Stück da rausgerissen. Also einfach mechanisch aus der Wand raus? Ja, da war der Einlaufstutzen drin, der ist hochgegangen durch das Wasser und da hat er den raus, die Wand rausgedrückt. Wahnsinn, da muss man überlegen, wie viel Kraft das war. Ne? Und hier sieht man, das ist in einer Senke, ne? Hier oben geht es nach drüben und man sieht auch bei den Nachbarnhäusern, das ist uns eben aufgefallen, als wir hier hin sind, manche sind komplett fertig, aber ganz, ganz viele haben noch gar nicht angefangen oder sind mitten dabei. Nee, da, die haben auch erst vor kurzer Zeit wieder angefangen. Das Haus ist fertig und gegenüber und das Haus auch, aber da noch nicht. Ja. Was sagen die ganzen Nachbarn, die noch nicht fertig sind? Also ganz viele, da sieht man, da war wahrscheinlich seit Monaten auch keiner mehr gewesen. Das Unkraut wuchert, die Fenster, Jalousien sind geschlossen. Man ist am Arbeiten, da kriegt man da doch so gar nicht mit. Ne? Und das sind die Leute, die da wohnen, die sagen, oh, das nimmt kein Ende. Ne? Das ist, hier wohnen überwiegend in denen Häusern alles ältere Leute. Ne? Wie lange wohnst du jetzt schon hier? Ich wohne schon über 60 Jahre hier. Aber so ein Hochwasser hast du noch nie erlebt? Nee, wir hatten noch nie Wasser im Keller, noch nie. Ja, und Keller ist noch nicht alles, geht nämlich weiter. Ja, wir gehen mal nach oben, dann seht ihr nämlich auch gleich die Wassermarke. Also noch nie Wasser im Keller vorher. Und jetzt gehen wir hier 2,5 Meter ungefähr hoch und nochmal hoch. Und ihr seht, auch hier steigt es eigentlich an. Und hier kann man die Wassermarke noch unschwer erkennen. Also es sind ungefähr 1,60 Meter, 1,70 Meter. Ich stelle mich mal daneben, dann kann ich es euch genau sagen. Ja, 1,60 Meter sind es hier. Ja, und der Estrich ist drin, hier geht's voran. Hier hat es beispielsweise auch mit den Wiederaufbauhilfen der ISB-Bank ganz gut funktioniert, das können wir uns gleich mal anhören. Aber es ist trotzdem noch in 2 Häusern, die hier betroffen sind, noch eine Menge Arbeit, wie man sieht. Aber der Estrich ist drin. Jetzt schon 3 Wochen. Ja, man merkt die Feuchtigkeit, aber es ist tatsächlich eine andere Feuchtigkeit als wie in verschimmelten Kellern, sondern ein frischer Geruch, man merkt, der Estrich, der zieht durch gerade, ne? Also wir haben keine Trockengeräte gehabt. Ich habe alles auf, war ja Sommer, und alles auf. Kälte, ohne Trockengeräte? Wir haben das zu trocken, wir haben keine Schimmel. Super, super. Also das ist, habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ja, Wahnsinn. Okay. Also ich bin morgen früh auf und abends spät, da hat mein Bruder noch gelegt, da haben wir uns vor der Tür gesetzt und haben einfach alles zu trocken lassen. Ne? Ihr hattet ganz viele Helfer aus dem Westerwald, weiß ich. Ja, ne? Über 20 Mann. Klasse. Ich habe nur geweint, wie die da standen. Ich konnte das gar nicht verstehen. Wo hast du die getroffen gehabt? Ja, bei meiner Tochter. Die habe ich mit hochgenommen. Und da wohnt nicht weit davon ein Bauunternehmer. Und der hat das gleich rund erzählt. Und ja, die Freunde von ihrem Mann und von ihr, die sind alle gekommen und haben uns geholfen. War ein Tiefbauunternehmer, der stand mit Wacker, mit LKW da. Wahnsinn. Das war also. Und ihr hattet die oben getroffen, oben meinst du Haribo, oder? Bitte? Ihr hattet die oben getroffen, meinst du Haribo, oder? Ja, meine Tochter hat mich da geholt, weil die Bundeswehr hat uns abgeholt. Okay, ne? Also evakuiert oben in die Richtung. Ja, wir schauen uns mal so ein bisschen bei dir hier um. Also man sieht, der Estrich ist drin, teilweise sind die Wände verputzt, Elektrik liegt drin. Und wir haben auch eben schon eine Badewanne entdeckt von Baustoffspenden NRW. Das hat uns sehr gefreut und auch Fliesen von Willeroy und Boch, die von, glaube ich, Harry Heuner und den Helferschweinen aus Bayern kamen. Die zeigen wir euch gleich. Ja. Also hier geht es auf jeden Fall vorwärts. Hier haben Blumen draußen, die ich in den Flügeln habe. Alles. Sehr gut. Also ihr seht auch gleich mal, wo die Sachen, die gespendet wurden, auch ankommen. Und
Ja, es ist noch viel Arbeit, das sieht man. Und das sind viele Räume hier. Kabel hier ist auch viel aus Erbstadt. Sehr gut. Und so die Dosen, alles. Perfekt. Was wir bekommen konnten, wir mitbekommen. Ja, dafür ist es ja definitiv da. Ja. Wie schaut es denn mit den Handwerkern momentan aus bei euch? Ja, die Handwerker, im Moment ist Urlaubzeit, sonst haben die ihre Termine eingehalten, wenn sehr sie gut kamen. Aber ich muss sagen, die kommen alle aus dem Westerwald. Die kommen auch aus dem Westerwald, okay. Ja, also, meine Tochter, die hat sich da umgehört, weil hier rum, die sind alle zu, ne? So, wir gucken mal ein bisschen hier in der, ja, das war die Küche wahrscheinlich, ne? Da war früher die Küche, ja. Ja, da ist noch ein bisschen Küche. Arbeit, ne? Ja. Die Prognose, wann das hier komplett fertiggestellt ist, das ist ja nicht das einzige Haus nebenan, quasi andere Haushälfte, da gehen wir auch gleich mal rein, ist auch von euch. Wann werdet ihr hier komplett durch sein? Ja, also ich hoffe Ende vom Jahr, ich glaube eher, dass es Frühjahr wird. Okay, aber du sagtest, das mit den ISB-Aufbauhilfen läuft gut bei euch? Das läuft gut, schön, ja. Sehr gut. Also meine Tochter, die hat im Dezember den Antrag schon gestellt, mhm, und im April haben wir das erste Geld bekommen. Sehr gut. Wie habt ihr das mit den Vorfinanzierungen gemacht? Ja, da habe ich hatte noch was gespart und dadurch konnte ich die Heizung hinten in dem Haus schon mal vorbezahlen, weil die hatte man 21 und Tag vor Weihnachten hatte man Heißwasser und Heizung. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, es sind so Kleinigkeiten, die man sich freut, die für Menschen. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk, weil ich hier bekommen habe. Das muss man sich mal vorstellen. Sachen, die eigentlich selbstverständlich für uns sind. Also ich kannte das als Kind noch, da man kein warmes Wasser hatte und keine Badewanne und so was. Dadurch war das für mich nicht so schlimm. Aber die Jüngeren, ne, meine Tochter sagt, nicht jeden Tag duschen und so. Ja, sag ich, ist halt so. Man kann die auch wegwaschen. Also im Endeffekt die Nachkriegszeit sozusagen, wenn man es so sieht. Also ich kenne es von meiner Mutter, von meiner Oma auch, von den Erzählungen her. Von dem Flutabend, von der Flutnacht, wie war es da mit Warnungen hier? Gab es da Warnungen, die ihr gekriegt habt? Also wir haben nichts gehört, gar nichts. Hier war ist kein Sirenen, ist kein Feuerwehr, gar nichts rumgefahren, nichts. Mich hat der Nachbar um 23:30 geweckt und hat gesagt, Gisela, du musst raus, weil steht das Wasser wie schon bis an der Kellerdecke. Und da habe ich meinem Bruder, da war der Hof noch trocken. Und da habe ich meinem Bruder geklopft und dann an der Tür hat gesagt, du musst aufstehen, wir haben Hochwasser. Und bin raus und habe mich gerade Jeans und ein T-Shirt und ein paar Schlappen. Wir hatten ja kein Licht. Da habe ich mir noch so eine elektrische Kerze geholt und war schon halb auf der Treppe, bin ich wieder runter, ich packte das Portemonnaie ein, da ist deine Ausweis drin und die Nummer von deiner Telefonnummer von der Kinder, wenn da was passiert, dass einer weiß, wer du bist. Und da kam ich runter, da stand ich schon bis in die Knie im Wasser. Da waren vielleicht 3 Minuten. Wahnsinn. Wahnsinn. Das mit den Warnungen hören wir überall, muss ich sagen. Das sind also selten Leute, die uns in den Videos erzählen, dass gewarnt wurde. Für die meisten kam es dann sehr überraschend. Wie haben die Nachbarn das so aufgefasst? War das ähnlich, oder? Ja, der Nachbar, der hat wohl was gehört und ist an der A gucken gefahren, ne? Und hat uns dann hier, wir sind alles ältere Leute und dann ein noch jüngeres Ehepaar, die haben uns geweckt. Ne? Wahnsinn. Aber ist jetzt nicht der Nachbar, der gestorben ist? Oder? Nee, okay. Der ist nebenan der Nachbar. Okay, weil Todesfälle gab es leider hier auch. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, ja, aber auch tragisches Schicksal. Ja, weil nebenan von der Lackfabrik, die Inhaberin mit ihrem Mann, die sind ja auch verstorben. Wir gehen ein Stückchen weiter und schauen uns hier weiter im Fluthaus um. Die Lampe hängt noch drin. Ja. Aber gut, man sieht, es geht vorwärts hier. Ja, und man sieht aber auch, dass die Arbeiten hier ordentlich ausgeführt wurden. Also es ist schon mal was Schönes, ja, weil ich war in ganz vielen Häusern jetzt, wo, ja, bei den anderen waren auch Fachbetriebe, aber die haben es nicht so sauber ausgeführt wie hier jetzt bei dir. Also hier sieht man schon, zumindest jetzt für mich als Laie, sieht das alles sehr, sehr ordentlich aus, muss ich sagen. Ja. Also, wir gehen mal ins Haus nebenan, sieht ähnlich aus.
So, in den Keller können wir nicht runter. Ich glaube, da werden wir kein Netz haben. Ich spink's mal kurz runter. Da können wir auch. Wir gucken mal, wie weit wir mit dem Handy hier kommen. Ja, nee, habe ich mit meiner Tochter schon auch gestrichen. Wir müssen nur noch überholen. Ja, also hier kommen jetzt. Haben wir alle abgehauen. Ja, hier sieht man's. Ja, und der stand komplett unter Wasser. Neuer Elektrokasten ist drin, aber da sagtest du schon, das ging relativ zügig. Also Prognose ist um die Weihnachtszeit, aber wahrscheinlich doch erst nächstes Jahr. Ja. Und was ist mit den Nachbarn hier in den Straßen, die noch überhaupt nicht angefangen haben? Hat man da ein Feedback, warum die Häuser nicht weitergehen? Ja, die Frau, die ist weg, das ist eine ältere Dame, über 80 Jahre. Die wollen das verkaufen und das Haus, das für den jungen Ehepaar, das war nur teilunterkellert und da sind jetzt die Gutachter dran. Der eine sagt, man kann nicht aufbauen, der eine sagt nein. Die Leute, die müssen Abtragung bezahlen, die wissen, ich weiß gar nicht, wo die wohnen. Ich sehe die gar nicht mehr, was mit denen ist, ob das da weitergeht oder nicht. Hm. Der Marc schreibt hier gerade rein, du kannst ruhig sagen, weshalb die Leute verstorben sind. Also sie sind ertrunken, das muss man ganz klar sagen. Aber das ist der Abteil wahrscheinlich. Ja, der Mann, 72 Jahre ist ertrunken. Und die Frau und die Tochter mit der Enkelkind, da standen dabei und haben das gesehen. Also frisch noch Gänsehaut, ja. Ja, man sieht die Wassermarke hier auch noch vorne dran. Und ja, aber wie es draußen ausschaut, ist jetzt nicht so wild. Irgendwie Hauptsache, es geht drin weiter. Und schaut mal hier ist zum Beispiel Baumiet, was da ist. Und auch Fliesen von Villeroy und Boch sehe ich hier. Also vielen lieben Dank hier auch nochmal an alle Spender, die hier Sachen bereitgestellt haben. Ja, und hier ist es jetzt ähnlich wie drüben gewichtet. Das heißt, hier geht es genauso weiter. Ich mache mal die Runde. Wir haben eben schon mal so ein bisschen geguckt hier. Also man sieht auch hier natürlich die Wassermarke. Und natürlich dann auch hier der Keller komplett unter Wasser. Ja, und hier auch ähnlich wie drüben. Also die Räume schon überall zum Teil verputzt. Die Elektrik liegt, der Estrich ist drin. Und ja, der Boden sieht auch ordentlich und gerade aus, auch mit den Dehnungsfugen. Also noch ein weites Stück, aber zumindest geht's vorwärts. Und wir schauen uns mal hier die weiteren Räume an. Also schön zu hören ist natürlich, dass auch die Aufbauhilfen jetzt hier bei dem Beispiel gut funktioniert haben. Aber du hast auch den Vorteil gehabt, sagtest du ja eben, dass du vorfinanzieren konntest. Das heißt, du konntest quasi die Gelder da aufbringen. Viele Autos lagen hier rum, hast du, glaube ich, eben noch erzählt. Wo lagen die? Und die sind hier runtergespült worden, richtig? Ja, die lagen hier im Teich. Hinten, in dem Beach, da standen drei Stück und hier. Und dann hier an der Mauer standen jede Menge hoch, hinten im Kindergarten, im Baum hinten eins. Hier unten bei uns, wo in der Garage geht, steht eins hoch. Im Teich hier lag eins, ganz neu Auto mit 50.000 Kilometern. Ach, Mercedes. Okay. Ja, aber man sieht auch, das geht hier bergrunter, ne? Ja, und das spült dann natürlich alles rein. Was wäre so dein Wunsch für die nächste Krise oder für die nächsten Hochwasserschutzsachen? Was würdest du gerne den Entscheidern so mit auf den Weg geben als Betroffene hier aus Ahrweiler? Ja, ich meine, es sind so viele Häuser alles neu gebaut worden, dass die Kanäle das auch nicht mehr packen, dass da was gemacht wird. Und viel kommt auch oben von dem Adenbach-Bach runter. Aber der war ja vorher auch da und da ist nie Hochwasser gewesen. Ich denke, es liegt an den Kanälen und dass die Politik sich ein bisschen mehr um die Leute kümmert. Das ist auch das, was viele Betroffene uns immer hier in den Interviews auch sagen, dass sie sich alleingelassen fühlen. Kann man das so zusammenfassen auch? Hier war kein Mensch gucken, kein einer. Naja, ein paar waren im Kurpark, ne? der schön gemacht wurde. War kein Mensch gucken. Von der Bundespolitik war jetzt zumindest während der Jahrestage, soweit mir bekannt ist, niemand vor Ort. Die Woche vorher war Frank-Walter Steinmeier da, den haben wir selber tatsächlich noch getroffen gehabt. Aber am Jahrestag niemand aus der Bundespolitik, zumindest nicht von Bundeskanzlerseite oder den höheren Ministern. Wie wirkt das auf dich? Ja, da weiß ich nicht. Ich bin zu Hause geblieben. Mir war es ganz komisch. Ich habe im Moment gar nicht so daran gedacht. Ich habe nur gedacht, mein Vater hat an dem Tag Geburtstag. An welchem?
Am 14. Ich habe am 15. Und in der Nacht, wo das passiert ist, habe ich noch gesagt, was tust du uns an? Ich meine, der lebt seit 2009 nicht mehr. Ne? Meine Mutter ist 19 gestorben. Aber habe ich gesagt, was tust du uns hier an? Und wie man dann mal auf den Friedhof kommt, dann bin ich am Grab, war nichts dran. Da war zwar voller Schlamm, aber es stand alles. Da habe ich gesagt, seid mir nicht böse, dass die Stadt jetzt sagt, aber ich bin froh, dass ihr hier liegt, dass ihr das nicht mehr mitbekommt. Ja, also ich denke, da ist auch alles mit gesagt mit den Worten. Ja, wie wird es jetzt weitergehen? Du wartest auf die Handwerker, die jetzt momentan die Urlaubspause haben. Und ich werde auf jeden Fall nochmal mit Steven vorbeikommen in den nächsten Monaten. Ich freue mich auf den Tag, wo wir vielleicht mal hier filmen, wenn alles fertig ist. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Und wie oft warst du jetzt bei Baustoffspenden in der WNR Erfstadt gewesen? Oh, da war ich bestimmt 6 Mal. Mhm. Und so oft waren wir auch im Kaiserzelt. Oben in der Grafschaft. Die Bäumchen hier sind fast alle davon, außer den Bäumchen. Komm, die zeig mal gerade. Ja. Die sind höchstwahrscheinlich vom Blumenchaos, würde ich tippen. Also, guck die mal hier. Die habe ich jetzt letzt aus Erfstadt und die hier. Schön. Also auch ein bisschen grün. Die sind auch aus Erfstadt. Die sind, glaube ich, vom Sommer, vom vorigen Jahr oder vom Frühjahr habe ich die mitgenommen. Der ist vom letzten Jahr, der Lavendel von uns. Ja, der ist vom Kaiserzelt. Das ist vom Kaiserzelt noch, okay. Ja, und hier die alten, die standen nicht da. Und ist noch eine, die hatte ich so abgeschnitten. Jetzt war das mit dem Kaiserzelt für euch ja eigentlich deutlich günstiger, ne? Ja, da war für uns viel näher, ne? Wie lange seid ihr gefahren? Auch zum Kaiserzelt 10 Minuten. Und jetzt? Und jetzt fahren wir eine Dreiviertelstunde. Stunde, je nachdem, was auf der Autobahn wie Verkehr ist, ne? Und meine Tochter, ich habe nur das kleine Auto, ich kann nicht viel laden. Meine Tochter, die hat ein größeres, die kommt aus dem Westerwald, die fährt schon mal eine Stunde hier runter und dann fahren wir nach Erfstadt. Ne? Wahnsinn. Und wir haben es gepredigt und gepredigt und gepredigt und ich sage das jetzt mal hier auch an der Stelle. Wir haben wirklich monatelang gesagt, es muss weitergehen. Auch hier oben in der Grafschaft. Denn da war alles da an Infrastruktur, was Betroffene brauchten, was die Baustoffe angeht. Man war der einhelligen Meinung, ist nicht nötig, ist überflüssig und wird auch nicht mehr gebraucht. Ein Jahr später können wir ganz klar sagen, wir hatten damals recht. Tausende von Interviews mit Betroffenen wie dir belegen das auch. Ne? Das hätte niemals abgeschafft werden dürfen hier in Rheinland-Pfalz. Denn es ist ganz klar der Wunsch der Betroffenen, dass es damit hätte weitergehen sollen und auch müssen. Ja, ich hoffe. Der Wipperfürth ist ja jetzt dran. Dich und Wipperfürth, den verfolge ich immer heute morgen. Und wenn ich aufstehe, wer es ist, dann gucke ich da immer, was Neues ist. Ne? Und da hoffe ich, dass da alles wirklich aufgedeckt wird. Da wird Markus definitiv alles für tun und der Wilhelm auch. Für den Mann ziehe ich wirklich Hut, dass der den Mut hat und dann auch noch die Kosten, die er jetzt trägt, ne? Was da manche Leute ihm verursacht haben, was wirklich nicht nötig war. Ja, das ist so. Markus ist nicht der Einzige, da gibt es noch viele andere, genauso wie Wilhelm. Ne? Ich habe auch Kosten dadurch, aber nicht so viel wie Markus und Wilhelm. Ja. Die haben damit den größten Schaden tatsächlich. Ja, der Christian, der kennen wir noch unten oben aus dem Kaiserzelt. Ja, der bei uns ist der Christian. Ja, der Mann mit Hut. Ja, der Mann mit Hut. Ja. Der Seppel haben wir. Ja, freue mich auch. Ich habe mit Christian die Tage noch telefoniert gehabt. Man merkt auch viele Helfer vom Baustoffzelt Kaiser, die bei uns sind. Es tut den Leuten, gerade aus dem Ahrtal, gut, die Leute auch wieder zu sehen bei uns, die sie schon seit Ewigkeiten kennen, das nämlich seit Anfang an. Da freut man sich, wenn man dann wieder ein bekanntes Gesicht sieht. Ne? Der Christian schaut auch gerade zu. Christian, es geht hier gerade um dich. Ja. Der ist gerade reingekommen im Video hier, glaube ich. Ja, also guten Morgen, schreibt er auch rein. Ja, ihr Lieben, ihr habt mal so einen Einblick hier aus Ahrweiler, 2 Jahre nach der schweren Flutkatastrophe. Und hier zumindest mal ein positives Beispiel, dass es vorangeht. Und ja, ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen noch mehrere Leute finden, wo es gut vorangeht. Wir haben ja viele auch schon gezeigt, wo es leider nicht der Fall ist. Viele, die nicht in Vorleistung gehen können, was die Aufbauhilfen angeht. Die Außengelände übrigens sind nicht von der ISB-Bank oder der Landesbank NRW abgedeckt. Das muss man auch sagen. Und auch wenn es hier Zahlungen von Organisationen gibt, was die 20% angehen, da gibt es auch Auflagen für. Aber das machen wir in einem separaten Live mal. Das wird in den nächsten Wochen stattfinden, um das auch mal en Detail zu sagen. Ich sage vielen lieben Dank an dich, dass du uns hier hast teilhaben lassen. Und ja, also Wasserstandsmagazin. Sonst wäre mir noch lange nicht so weit. Ja, also da muss man Danke sagen auch an Wilhelm und an den Kaiser. Alle.
alle, die gespendet haben und alle, die sich dafür bereit erklären, wie im Erfstadt oder im Kaiserzelt, die für uns da sind. Ne? Ja. Die darf man nicht vergessen. Also vielen lieben Dank. Ich sage auch danke hier an alle Support und natürlich auch an Steven, der hier mit dabei ist, wie immer. Wir gucken einmal noch kurz rein, dann zeige ich euch die Materialien für die noch reingekommen sind. Margot und Sabine, vielen Dank für euren Support. Hier beispielsweise stehen auch Sachen, die von Baustoffspenden NRW in Erfstadt kommen. Vielen Dank da an die Spender und natürlich auch an die Spender, die beim Kaiserzelt waren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich weiter im Flutgebiet Ahrtal. Und wir sehen uns in den nächsten Monaten nochmal. Ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei. Gut. Ihr Lieben, also mal hier ein kleiner Beitrag aus Ahrweiler. Und wenn ihr noch nicht dem Kanal folgt, tut es bitte. Da gibt es viele Themen rund um die Flut und Hilfe. Also bitte die Flutbetroffenen in den Regionen weiter unterstützen. Sowohl im Ahrtal als auch bei uns in NRW. Bis gleich.